Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin von Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. In Schweden hebt man die meisten Corona-Beschränkungen auf. Nach Dänemark will mit Schweden ein weiteres nordisches Land den größten Teil seiner Corona-bedingten Restriktionen abschaffen. Vom 29. September an soll es keine Kapazitätsbeschränkungen bei privaten Feiern mehr geben, auch nicht bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerten oder Fußballspielen. Auch die Empfehlung fürs Homeoffice wird aufgehoben. Maskenpflicht gilt schon länger nicht mehr. Das finden Sie am 12. September 2021 in der BZ am Sonntag auf Seite 22, also ganz weit hinten. Vorne auf der Seite hingegen sehen Sie eine Demo mit Leuten, die eine Maske tragen. Das gibt es tatsächlich nur in Deutschland. Ja. Auf Seite 4, da gibt es noch was zu Corona. Die Inzidenz ist wieder leicht gefallen. Ja, und der Ärztepräsident hält stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte für unangebracht. Aber das hier, bekloppte Impfgegner. Ich habe den Herrn Gauck immer für den besten Bundespräsidenten gehalten, den wir mal hatten. Aber der kann doch nicht sagen, bekloppte Impfgegner. Das ist dann auch noch falsch geschrieben hier, ne? Impfgegner. Also bei der BZ können sie noch nicht mal mehr schreiben und dann bringen sie hier sowas, so eine Nicht-Nachricht. Mein Gott, Herr Gauck war mir immer so sympathisch, aber das ist doch so dusselig. Wir leben in einem Land, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch hinreichende Zahlen von Bekloppten. Sorry, Herr Gauck. Ich glaube, Sie haben da was nicht verstanden. Wenn Sie sich die Fakten mal ein bisschen genauer angucken würden, dann wüssten Sie, dass Sie der Nichtwissende sind, den ich natürlich nicht mit Bekloppten bezeichne. Also Entschuldigung, Herr Gauck. Das darf ich mal so locker formulieren. Ich bin zwar noch nicht Rentner, aber ich achte trotzdem auf jedes Wort.